sind für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Hallo und herzlich willkommen beim Adventskalender von 1000 für den Imperator. Mein Name ist Benny und hinter dem heutigen Türchen verbirgt sich eine der großen Schlachten zwischen den Skaven und den Echsenmenschen. Die Schlacht von Lustria. Clan Pestilenz hatte entschieden, dass nun die Zeit gekommen sei, um sich im Krieg gegen die Echsenmenschen und Lustria zu wenden. Während die Grey Seers sich in den Gefilden der Magie mit den Slann duellierten, hatten die anderen Skaven dafür gesorgt, dass die Tunnel, welche nach Lustria führten, erneut geöffnet wurden. Außerdem stellten sie sicher, dass die Tunnel groß genug waren, um Horde von kriegswilligen Skaven in das Gebiet der Echsenmenschen zu führen. Tausende und Abertausende sammelten sich, warteten in den Tunneln, begierig den Auftrag der gehörnten Ratte endlich in die Tat umzusetzen. Jeder Clan hatte dazu beigetragen, angeführt vom Rat der 13, diesen Angriff als Teil des Willens ihres Gottes auszuführen. Unterhalb der großen Tempelstätte errichteten sie Kessel, die von ihren Seuchenpriestern gefüllt wurden. Die aufsteigenden Dämpfe beinhalteten Seuchen aus dem Kessel der 1000 Seuchen, die derartig grauenvoll waren, dass selbst die Skaven, die die Kessel schleppten, qualvoll daran verendeten. Aber was bedeutete schon ein Skavenleben, wenn dies den Krieg entscheiden könnte? Und so saßen sie und warteten darauf, dass das magische Duell seinen Höhepunkt erreichen würde, auf dass der Krieg, den sie so perfekt vorbereitet hatten, endlich beginnen könnte. Ein Slann nach dem anderen fiel in der Auseinandersetzung mit den Grey Seers, verblieb in einem Koma, aus dem er nie wieder erwachen würde, bis nur noch der Lord Master Mundi verblieb. Dieser bäumte sich ein letztes Mal auf, in dem verzweifelten Versuch, die Kometen des Chaosmondes am Einschlagen zu hindern, konnte aber nur noch das Allerschlimmste abwenden, ehe auch sein Geist in einen Schlaf glitt, aus welchem er nicht mehr erwachen konnte. Die Kometen regneten über Lustria hinab und erste Teile des Dschungels gingen in Flammen auf. Die Grey Seer sahen ihren Sieg gekommen, doch die letzten Meter wollte der Mond sich nicht mehr bewegen. Sie sollten jedoch nie erfahren, warum. Zerriss doch in diesem Moment eine Explosion ihren Turm. Eine Intrige, von innen heraus, geführt von einem, den sie verstoßen hatten. Für die Skaven in Lustria genügte dies jedoch, um ihren Angriff zu beginnen. Sie brachen aus ihren Tunneln hervor, überwanden die Abwehrzauber, die einzig und alleine dafür angebracht worden waren, Dämonen des Chaos abzuhalten, und begannen ihr Werk der Zerstörung. Die erste Tempelstadt, die fiel, war jene von Tlaxtlan, die den Skaven so wenig entgegenzusetzen hatte, dass für viele nur die Flucht blieb. Und sich der Hohepriester dafür entschied, einen Meteor zu beschwören, welcher groß genug war, um die Stadt und die Skaven, welche die leblosen Körper der Slann verschlangen, die in den Tempeln geruht hatten, unter sich zu begraben. Die Skaven waren davon durchaus beeindruckt, aber ließen sich nicht aufhalten. Stattdessen wandten sie ihre Aufmerksamkeit nach Itza, der Hauptstadt des Echsenmenschenreiches. Aber dieser Bissen aus dem Reich der Echsenmenschen heraus war größer, als die Skaven in der Lage waren zu kauen. Die gesamte Macht und der verbliebene Magie der Echsenmenschen regnete auf sie herab und sie fanden sich gefangen in Stürmen und den Waffen ihrer Gegner, bis keine Ratte mehr übrig war. Aber es gab noch eine Tempelstadt. Es gab immer noch Xlanthuapec. Doch bereits jetzt zeigten sich Probleme bei den Skaven. Sie hatten es geschafft, zwei vereinte Angriffe zu führen. Nun aber waren sie so zerstritten, dass es zwei separate Angriffe auf die Stadt gab. Keiner von ihnen war jedoch auf den magischen Nebel vorbereitet, welcher die Stadt umgab. Er wob Illusionen um die Geister der Skaven, und als sie völlig hilflos im Nebel standen, begannen die Verteidiger ihren Ausfall. Die anderen Skaven jedoch hatten sich vorbereitet, hatten sich mit technischen Mitteln ausgestattet, um durch den Nebel blicken zu können, und erreichten die Stadt selbst. Es gelang ihnen, jenen Echsenmenschen zu töten, welcher den Nebel kontrollierte, und als dieser schließlich verschwunden war, fielen die Skaven auch über diese Tempelstadt her und plünderten, was es zu plündern gab. Ein Teil verließ die Stadt schnell genug, die anderen wurden von der Nachhut der Echsenmenschen überwältigt, die versuchten, die Stadt wieder für sich einzunehmen. Es waren unzählige Skaven gestorben, aber die mächtigen Lustrias ahnten, dass mehr kommen würde.
Und da schließt sich das heutige Türchen des Adventskalenders auch. Und die Frage, welche Entscheidungen die Echsenmenschen in den letzten Tagen treffen, wird unser nächstes Türchen beantworten. Bis dahin viel Spaß mit einem weiteren Helden aus dem 40. Jahrtausend beim morgigen Türchen.